Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder wahrscheinlich guten Abend, liebe Leute. In letzter Zeit geht das Gerücht rum, InScope 21 ist nicht mehr witzig. Nico ist nicht mehr witzig, oder? Es gab Probleme, Jungs. Ich bin schon ziemlich unlustig geworden. Leute, ich fühle mich eigentlich jetzt auch gar nicht so arg aufregend. Scheiße, die Leute finden mich nicht mehr witzig. Was machen wir denn? Leute, ich habe gesehen, im letzten Video haben ein paar Leute und in die Kommis reingeschrieben, du Nico, wir finden deine Videos nicht mehr so witzig, du wirst schlechter. Ich wollte heute mal einfach drauf eingehen und was dazu sagen. Das ist so eine Sache. Das ist so mein Channel, gell? Bring darauf halt das, was ich will, ja? Was ich Lust habe. Und wenn jetzt halt bei mir mal eine Story dabei war, die jetzt vielleicht nicht übel witzig war, sondern halt nur so ein bisschen witzig, ja, dann ist es natürlich direkt schlimm, oder? Ist richtig schlimm. Wenn mein Video nicht so witzig war. Scheiße! Fuck! Nico ist nicht mehr witzig, oder? Ich bring meine Videos. Ihr müsst nichts dafür tun, irgendwie so für diese Videos. Ihr zieht die euch einfach nur rein. Ihr sitzt zu Hause und zieht euch einfach nur die Videos rein. Und dann kommen solche Kommentare wie, ja, Nico, du bist voll scheiße geworden. Wir können es gerne so machen. Ich kann gucken, dass ich mich ändere. Wisst ihr, was dann in den Kommentaren steht? Hey Nico, Mann, du hast dich voll verändert. Früher warst du viel besser. Kein Problem, dann bleibe ich gleich. Oh Nico, Mann, du bist voll langweilig. Du musst noch was Neues bringen. Wahrscheinlich. Was ich euch im Endeffekt einfach mit dem Video sagen will, bevor ihr hingeht und euch über irgendwelche Comedy-Videos aufregt, macht irgendwas anderes. Es sind Unterhaltungsvideos, Mann. Wenn es euch nicht unterhält, dann unterhält es euch halt nicht. Wenn ich eins über die Zeit kennengelernt habe, die ich mit Karl jetzt zusammen verbracht habe, bleibt dran. Und es ist gerade kein Joke, es ist nicht in der Joke-Perspektive gedacht. Eigentlich gehen mir solche Kommentare am Arsch vorbei, ja? Jetzt mal sagt der eine oder andere natürlich, hey, warum machst du denn ein Video drüber? Ich würde einfach mal drauf eingehen und den Leuten mal sagen, was Sache ist, okay? Vielleicht gibt es daraus Leute, die finden meine Comedy nicht witzig. Sage ich gar nichts dagegen. Deswegen ist es einfach folgendes. Mir macht es Spaß, diese Videos zu produzieren. Schneiden ist mein großes Hobby. YouTube ist mein großes Hobby. Das habe ich jetzt zum Beruf gemacht. Ich bin sehr froh darüber. Auch wenn es Leute gibt, die sagen, hey Nico, deine Videos werden schlechter oder was weiß ich was. Ich bleib dran. Ich überarbeite dieses Konzept sicherlich. Ich gucke, dass ich wieder neue Sachen bringe, dass ich wieder bessere Sachen bringe. Das heißt, niemand wird mich hier irgendwie zum Fall bringen oder sowas. Und ich hoffe einfach, ich habe meine Leute im Hintergrund. Nico, bleib dran. Fitness, Comedy, alles, YouTube, ich bin am Start. Ich lasse mich von sowas nicht unterkriegen. Ich wollte es euch einfach nur mal gesagt haben. Wenn euch einfach ein Video mal nicht unterhalten hat. Leute, das ist gar kein Problem, Alter. Das ist wirklich kein Problem. Ich habe da wirklich eine, also vom Allerfeinsten, eine Opportunity für euch. Die wird euch auch gefallen. Verpisst euch!